Alle ganz offiziell herzlich willkommen zu unserem Was ist Hidden Deep Stream. Hallo Izzy und hallo Honey Bunny. Es freut mich total, dass ihr da seid. Wir werden gleich, wie gesagt, mit in den Koop-Modus springen mit dem Gullius zusammen und davor. Ja, genau, heute geht's deep, Izzy. Heute gehen wir tief, tief rein in die in den Untergrund oder so ähnlich. Ich sollte Enter to Start drücken. Ich darf auch wirklich nichts anderes. Normalerweise, wenn ja so Press Enter to Start steht, dann gilt meistens auch andere Tasten. Aber hier ist wirklich nur Enter. So, genau. Play, nee. Begin new. Ist das das? Nee. Wo ist denn das Tutorial? Stand da beim letzten Mal nicht irgendwo hier Tutorial? Keine Ahnung. Ich dachte. Egal. Da haben sie sich gedacht, du bist schon oft genug gestorben, du weißt, wie es geht. Ist aber schade. So. Ja, komm. Ja, well. Ja, ich. Also, ne, der Anfang von Story-Modus ist es aber nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Ich. Sieht schon. Also, ich meine, Day 1 klingt schon so wie. Story-Modus. Ja, nein, ich meinte, ob das das Tutorial ist. Ach so, nee, das ist. Also, es gibt schon ein. So halb. Explizites Tutorial, ne? Weiß ich nicht. Achso, ich dachte. Kann sein, dass es auch, wenn du es erstmal Single spielst. Ah, nicht, ich doch. Ja den Playtest gespielt damals. Nee, das sieht richtig aus. Das genau. Sieht aus wie das, was ich als Tutorial hatte. So. Genau, hier kann ich. Wo kann ich jetzt. Ich kann, achso, ich brauche eine Crank. So, die finde ich dann vermutlich hier. Gehe ich hier rüber. Okay. Wow. Nope. Lebensechte Animation. Wow, das hat tatsächlich funktioniert. So. Oh, das Parcours hier. So, langsam runterlassen. Ja, oh. Das ist definitiv wie Stein aussieht. Natürlich. Hui. Aber ich finde schon, sieht schon gut aus. Head for Chef too. Drehen, 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 drehen. Aber noch ein bisschen ist diese Steuerung ein bisschen clunky, finde ich ja. Ja, du kannst halt sehr viel. Das muss halt irgendwie gemappt werden, wahrscheinlich. Also, es ist auf jeden Fall kein Run and Gun. Es ist mehr so ein. Rumklettern. Ja, das ist ja okay. Ich meine, beim Barotrauma ist es ja auch nicht anders. Achso, warte mal, ist das hier eine Leiter? Ja. Ah, gut. Mir ist gerade erst aufgefallen, dass das so leiterig aussah. Oh, komm ich hier durch? 8. Oh, ich kann. Ich kann tatsächlich kriechen. Kriech, kriech, kriech. Headshot. Ah, cool. Ich muss hier unbedingt mit Dotty mit sie arbeiten. Oh. Auch praktisch, dass man auch Waffen am Seil haben kann. Sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen arg. Ich glaube nur die Pistole, ich weiß nicht, ob du die SMG
benutzen könntest. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das Gewehr nicht gibt. Ich glaube auch wegen Rückstoß wäre es ein bisschen arg. Hm. Au! Irgendwie wollte er gerade die Waffe nicht zücken. Ja! Yeah! Okay. Okay, now I know. Gibt's denn... Ah, okay, es gibt nur die Pistole. Okay. Ich glaube, die Decke ist jetzt keine Menschen mehr. I guess. I hope. Okay. Oh, wie gut ich mich danach bücke. Oh, komm hier, Schlange, Schlange. Gar nicht so teasing. Ja, hier ist auch Fanservice, habe ich gehört. Und hui. So. Aha. Ja, ich sehe schon, du nutzt das Grappling Tool etwas vorsichtiger und dadurch langsamer als ich. Wie nutzt du es dann? Wie in einem Actionfilm. Zum Rumschwimmen. Nach vorne zum Beispiel an der Kante schießt, statt einfach senkrecht nach oben. Ah. Hm. Frage ist jetzt, wo muss ich eigentlich hin? Das ist im zweiten Schaft und ich bin sehr weit davon. Ich glaube, du brauchst jetzt eine Keycard. Ja, guck mal. So was zum Beispiel. Genau, sonst. Was kann man noch so sagen, was in dem Spiel geht? Die Minen sind böse. Oder? Ja, ziemlich. Oh, ich muss zugeben, ich habe nicht gedacht, dass das geklappt hat. Okay, es war ein bisschen witzlos, hierher zu kommen. Schade. Ich glaube, der Tutorial-Part ist jetzt nicht. Viel Neues gibt es nicht. Außer irgendwann schwimmen, aber schwimmen ist auch nicht so selbst erklärend. Oh! Okay. Das war wohl ein bisschen viel Schwung. Autsch. Oh, Okay, ich muss das anders machen. Ich glaube, ich muss erst runter und dann nochmal hoch. Oder gut springen.
Ich glaube, es ist schwieriger. Ja, es fehlt sowas wie im Flug den Enterhaken schießen können. Für richtige Action Hero Moments. Aber guck, so kannst man kann wenigstens gut springen. So, jetzt die Frage. Ja, wir könnten hier versuchen, hier hoch. Ah, nee. Das ist, finde ich, aber noch ein bisschen, echt noch ein bisschen weird, dass man nicht sich bewegen kann, wenn man den, wenn man sich positioniert für Enterhaken abschießen. Das ist noch seltsam. Frag mich, ob es da irgendwie weirde Bugs gab mit oder so. Und das der Grund ist, warum sie dann gesagt haben, okay, lass mal nicht machen. Stimmt eigentlich. Wir das zumachen. Just to be sure. Dass da jetzt nichts durchkommt. Gut, dass ich nochmal gerückt habe. Ich weiß gerade gar nicht. Ah, okay, hier gibt es eine Türe. Ich war aber gerade echt unsicher, ob es nicht irgendwie so ein Split. Fällst halt runter. Ja, ich glaube, Sturzschaden ist so die häufigste Todesursache in dem Spiel. Ja, wundert mich gar nicht. Oh. Was ist das? Oh, I need to be an engineer. Ja genau, man kann zum einen das Terrain scannen und zum anderen das Terrain deformieren in dem Spiel. Es gibt auch Missionen, wo du dich einfach nach unten durchsprengen musst, zum Beispiel. Warte mal, warum wird mir jetzt gesagt, dass ich jetzt additional Sachen kann? Additional Tasks abgeschlossen, oder? Ja, aber ich habe doch gar nichts gemacht. Keine Ahnung. Vor allem, ich habe jetzt immer noch nicht den, den Anzug dafür. Tja. Und mir ist gerade aufgefallen, ich hätte hier vorhin reinfahren können. Ist das irgendwas, das ich benutzen kann? Nö. Ja, gut. Aber diesen Ort gibt es. Good to know. I guess. This is a place that exists. Irgendwas sagt mir, dass this a place is that exists, but wo ich potenziell Probleme habe, wieder hochzukommen. Was spannend ist, weil ich bin ja vorhin da runtergekommen. Ah ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, wenn das dann mal echt einen Online-Multiplayer hat. Und wir dann wieder irgendwie zu 6 so rumrennen können damit. Bagger fahren. Bagger fahren! Ich meine, wir haben uns ja jetzt angestrengt, dass wir in Project Zomboid Trecker fahren können. Trecker fahren. Trecker fahren. Okay. Aber das war's anscheinend mit dem. Obwohl, wir haben noch kein Maschinen-Tutorial gehabt. Das hatte ich auch noch nicht bisher. Da habe ich aber auch schon ein paar mehr Maps gespielt. How hard can it be? Ich meine, es ist ein schweres Industriegerät, das wird schon sehr intuitiv benutzbar sein und nicht gefährlich. Ja, bestimmt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt dann alles mal grob gesehen und schauen uns dann einfach jetzt gemeinsam im Koop-Modus an, wie das jetzt alles funktioniert.
Dann gehen wir jetzt hier ins Linksmenü. Drücke hier Shift-Tab und suche mir den Gulius raus. Remote Play Together. So. Ploink. Natürlich möchte ich das. Sehr gut. Dann ist noch die Frage, hast du einen Controller angeschlossen? Ja. Sehr gut. Und dann müssen wir hier Playgame. Leider kann man auch nicht die Kampagne spielen. Wir müssen tatsächlich eine Challenge machen. Okay, und wir werden... Hier ist es diesmal Find the Data Disk. Mit einem Random Seed. Death ist auf Easy gestellt. Monster Mount auf Medium. Co-op, yes. Kannst du ändern, was wir machen müssen? Gibt's da vielleicht Clear the Area? Maintain Reactors. Operate Machinery to Supply Stabilize. Ja, come on. Aber... Ah, warte, hier gibt's keine Koop. Ja, blöd. Escape the Sector. Oh. Koop only. Genau, also... Lass mal so ein Koop only Ding probieren. Vielleicht ist das ja irgendwie... Na gut, machen wir das. Yeah. Koop only. Koop auf No stellen. So, ich bin... Genau, ich bin oben, du bist unten. Ingenieur? Ah. Oder ich bin etwas gelber als du, kann das ja, sein? Ja, du bist Ingenieur, ich bin Scout. So, nein, ich muss wieder rausfinden, wie die Tastatur... Wie die Tastaturbelegung auf dem Controller ist. Ich hätte theoretisch... Ah, da. Genau, wir haben... Okay, Moment, ich glaube, ich mache meinen Stream nebenher aus. Irgendwas ist nämlich gerade unglücklich. Oh. Da unten haben wir schon die ersten Viecher. Oh. Versuchen wir mal hier in die erste Dings rein sein. Hallo? Gefühlt laggt das gerade. Ja, ich habe ein bisschen Slowdown. Ja, ich habe keinen Terra-Scanner, soweit war ich schon, aber habe ich auch keinen Enterhaken. Skandale. Kannst du mal dieses Menü bei dir aufmachen und gucken, ob da bei dir der Enterhaken irgendwo auftaucht? Nee. Der ist bei 1. Ja, ja. Also, ich meine, du siehst ja meins. Oh, was? Wie gut. Okay, bye? Lol, was? Wie sollst du hier runterkommen? Just wing it, I guess? Okay. Ui. Was? Nee. Ich glaube, du musst vielleicht einfach oben ein Seil platzieren für mich. Ja, kann ich mal machen. Weil ich meine, also ich kann mich hier irgendwie ablassen. Ah, nein, das war zu viel. Ja. Ja, wie viel Leben haben wir noch? 14, alles klar, easy. Läuft. Ja, mit irgendeiner Taste konntest du ein Seil platzieren. Ja, es, warte, es ist... Das hier. Wie lasse ich das aber? Du musst an der Kante stehen und dann kannst du irgendwie die Taste dafür drücken. Und dann tackerst du das da mit deinem Tacker an die Wand und schmeißt es runter. Okay. Schau ich mal, wie lang dieses Seil ist. Und hallo Leo, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja, okay, ist safe. Trust me, I'm an engineer. Sieht jetzt nicht so
gesniped. Ich habe jetzt das gesehen, wie du jeder niederkniest. Nein. Hoch, hoch, chill dich. Junge, nein, tuck dich. Eieiei. Also mancher würde ja sagen, man kämpft ja auch ein bisschen mit der Steuerung. Ja also, ist wie bei Autobahn, ne? Schmeißen ist, glaube ich, nicht möglich oder so. Warte, dass ich mal kurz... Mach doch erstmal das Seil und geh dann gucken. Dann muss ich hier nicht dreimal warten. Komm auf dumme Ideen, wie einfach zu springen. So, ich glaube, es ist Punkt sogar. Ja, genau. Punkt ist es. Gemeinsam am selben Seil. Hoffen wir mal, dass es nicht schief geht. Ich glaube, das nächste Mal solltest du mit dem Enter haken, weil an dem Seil kannst du... Das kannst du nicht benutzen. Well. Das ist fein. Wie geil. Konnten wir vorhin auswählen, was du wirst, was du für einen Job bekommst? Nee. Hast du irgendwie so, es gibt so eine Seilbahn. Guck mal, was du noch für Tools hast. Oh je, irgendwo ist Viech. Oh, oh. Oh, oh. Nein, es ist bei mir. Ist er. Au. Voll gut, ich komme auch nicht hoch. Aua! Ah, okay, du musst springen beim letzten. Okay. Au! Ich hab noch 40 AP. Kletter. Spring! Boah. Natürlich nach oben! Ja, unten in dem Loch ist auch nichts interessant. Okay, warte. Ja. Willkommen zu Lemming Bootcamp. Nee, aber ich habe hier nur einen Grappling Hook. Und, ein Seil. Also. Ich weiß gerade ernsthaft nicht, wie ich dir hier helfen soll. Weil das Seil ist zu kurz. Ich weiß nicht, Hidden Deep, Beginners, Tipps und Tricks. Es gab irgendwie eine Zipline. Es kann sogar sein, dass die irgendwie in dem Enterhaken mit drin ist, aber nicht sicher. Ja, die wurde mir leider noch nicht vorgestellt. Grappling Hook can be used, set up a zipline that can be used by anyone, engineers included. You cannot use your pistol while traveling. Okay, und wie? Also es geht irgendwie. Okay. Oh, irgendwie dieses Seil laggt. How to zipline. Ich glaube, ich habe mir so ein bisschen Gesicht gekratzt. schieß mal und drück dann irgendwie B oder sowas, wenn du... Also mach so einen flachen Winkel, wie du für eine Zipline bräuchtest. Okay. Vielleicht brauchst du einen spitzeren Winkel. Lass die Zeit. Y? Okay. Y? Y vielleicht? Warte mal. Control Settings. Nail Rope. Oh, Nail Rope. Ja. Ah, ja, das sieht richtig aus. Dann spawn ich auch mal wieder. Hi. Okay, jetzt die Frage. Ranspringen oder wie? Moment. Vielleicht. Ja. Ja. Kleinen Leap of Faith. Okay, spannend auf jeden Fall. Dangerous. Aber es arg schon, wie du da erst echt sehr auf mich angewiesen bist.
Ja, dafür darf ich Charrecker fahren. Also ich finde das richtig fair. Ja, guck mal, das kann man auch so überleben. Easy. Ja, aber nachher hochkommen ist vielleicht praktisch. Aha, kann man so überleben. Ja. Mist. Was, da kommt was von unten. Ah, guck mal, wenn du kriegst, Ah, shit. hältst du dich automatisch fest. Ich wollte gar nicht so weit gehen. Vorne ist ein ekliges Nest. Ich find auch gut, dass wir unendlich Seile haben. Haben wir? Ich sehe jedenfalls keinen Dings. Ich sehe eine Anzahl von. Hören. Also schieße ich jetzt mal weiter. Ich glaube, da wollte gerade was aufschreiben. Hüpfen. Geh weg. Oh, das war eins. Hab ich nicht gesehen. Oh. Ah, easy! Warte, kann ich dich überhaupt verletzen? Habt ihr das schon mal geklärt? Schieß mal. Ah. Praktisch. Von wegen kein Gun. Es jolote gerade sehr auf uns zu. Nachladen. Los. Akio nachladen. Ah, guck mal, da oben ist eine Munition. Oder habe ich nachgeladen? Ach, nee, da. Was haben wir denn da? Munition. Ah, und Elevator Power auch. Oh ja. Alter, Maximum Reach Button Pressing. Interessant, wir gehen woanders hin. Ah, da ist ja. Ah, warte, da ist der Knopf. Ja, aber ich habe hinten da die Tür geguckt und war unglücklich. Tschüss. Ups. Oh shit. Das war's nicht. Oh, guck mal, da haben uns Leute Nachrichten hinterlassen auf dem Equipment da drüben. Sie haben ein Smiley Face und DIE geschrieben. Ich höre es noch. Oh, guck mal, oben. Das Gitter. Ja, du kannst dich besser hochkommen. Ach nee, ich habe die Steuerung wieder. Feuer kann noch ein bisschen Overhaul gebrauchen. Weil man das sieht, ich habe so einen weißen Punkt. Ich weiß nicht, ob man den bei dir sieht. Ja, den sieht man bei dir. Und das ist, wo ich hinziele und den steuere ich mit dem rechten Stick. Das heißt, wenn ich hochziele, geht halt dieser Punkt hoch und runter. Das heißt, wenn ich nach oben zielen will, geht das halt irgendwann nicht mehr sinnvoll. Dann muss ich nämlich nach oben und rechts zielen. Nee, ich wollte eigentlich nachladen spielen. Oh, was ist das da? Ach, das ist die Crank. Cranky Crank. Haben wir hier sonst was, was ein Ingenieur benutzen kann? Hier so. Ja. Okay. Naja. Aber Falcon, was macht man denn mit unendlich Seil in einem Pen and Paper?
stückweise verkaufen, bis man endlich Geld hat. Ach stimmt, ich habe gar nicht geschaut, ob wir nach oben hätten fahren können. Wir hätten nach oben fahren können. Hm, springen geht auf jeden Fall im Fahrstuhl nicht. Ah, dafür geht Work. Lass mal nach ganz oben fahren. Ah, guck mal, ich habe was für dich gefunden. Bagger, 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 bagger. Gif, 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 gif. Ich krieg's nicht mehr hin aufzustehen, sorry. Und gleich geht Adon. I have Sorge. Ich versuche noch, ob ich das Ding irgendwie umdrehen kann oder ob das jetzt ein ausschließlich Rechtsbagger ist. Hier ist das Aussteigen. Bagger, can you please turn around? Warte, drück mal, ich drück mal Escape und dann schauen wir mal, ob es dafür einen Button Prompt gibt. Does not look like it. Guck mal bei Controller, vielleicht ist da nochmal irgendwie Man Selector. Grappling. Nee, sieht nicht so aus. Nö. Okay. Ja, gut, dann ist das ein ausschließlich Linksbagger. Der ist übrigens hinter der Armatur. Ich also find's auch gerade witzig. Ja, da haben wir noch einen Z-Fight, den er verloren hat. Okay. Runter. Ich glaube, du musst noch. Nö. Geht nicht mehr weiter hoch. Achso, ja, stimmt, auf der Karte sieht man es auch. Ja, hier wird dein Bagger nichts bringen. Aber vielleicht willst du dein Gewehr rausholen. Schade, dass es direkt zum Bagger geht. Das ist ein Shredder. Achtung, ich sehe da über uns was. Ja. Ah, das. Ich sehe einen Schlüssel. Ich sehe ein Schiff von der Decke kommen. Oh ja. Oh. Ah, ekelhaft. Ah! Rollt. Achtung! Bin da nochmal vor dir? Ah, das, was da runterfällt, sind diese Viecher in ungeschlüpft. Ich kann gerade echt nicht mal umziehen. Ah, da, du hast getroffen. Das ist Säure. Ja. Yes. Ach, scheiße, Munition leer. Der hat nach mir gezüngelt. Ah shit, das ist die falsche Munition. Ah, die Munition hängt nicht davon ab, was man für eine Waffe drin hat. Ja. Ja, nee, das ist Pistolenmunition. Ah, das da drüben ist dann vielleicht hier bei mir das. Nimm mal eins. Ja. Ja. War gut. Yes! Train! Oh, Kran fahren! Okay, vielleicht willst du vorher nochmal mitfighten. Ja. Ah. Oh. Nochmal beide Munition. Ah, ich glaube, du musst da irgendwie hoch. Ja.
Fuck, falsche Taste. Hä? Moment, was? Connecting. Was? Okay, wie habe ich da connected? I don't know. Warte mal, fahr dein Fahrzeug ist hier drauf. Ja, ich möchte das kurz arretieren, so. Ja. Aha, anscheinend habe ich mit X. Ah ja, Remote Machine in Range. Ah, sehr cool. Wi-Fi. Geil. Ich habe es auch nur rausgefunden, weil die Wi-Fi-Taste dieselbe Taste ist wie Nachladen. Hoppa, daneben. So. Ah, die Taste, okay. Ja, also irgendwie Z-Ebene müssen sie noch mal ein bisschen sortieren. Ja. Ah, er fährt von alleine. Nimm dir noch deine Munition mit, ne? This is safe. Das hat mich gar nicht gewundert, wenn du jetzt damit voll. Achtung, falsche Richtung! Oh Gott. Oh oh. Okay. Oh shit. Oh Gott. Oh Mann. Mann. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mit Physik-Simulationen gerne rumspiele? Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Alt. Oh. Achtung! Geh, duck dich! Duck dich! Ui, 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 ui. Oh je. So, geh mal da weg, ich muss das Ding flippen. Ja, das bringt dir doch gar nichts mehr. Ja, wahrscheinlich ist der Bagger einfach wieder oben. Achtung, weg da. Oh Gott. Moment. Willst du dich vielleicht woanders hinstellen? Anstatt in der Dropzone. Ja. Okay, hier darf ich. Ich schau mal, ob der Dings oben ist. Ja. Ah, das Ding hat keine Kollision. Ja gut, dann ist das viel einfacher, das wieder rauszubringen. Warum sagt mir das keiner? Ach ja, er ist tatsächlich hier oben, okay. Ja, sonst hätte die Mission schon failen müssen. Ja. Wenn sinnvoll designt. Komm schon. Wofür habe ich denn in Skyrim so lange Dinge aufrecht gestellt? Ja, sehr nice. So, das ist ja Skyrim. Beste Physik. Simulation. Komm. So. Hä? So, ne? Jetzt kennt ihr das. Bottle 4. Wir haben noch 4 Leben. Oh je. Yeah. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Seltsam. Es ist und bleibt ein Rätsel. Also 2 davon waren halt auch so, also. Das war schon nicht meine beste Leistung im Sinne von Überleben, aber in Physik Engine ausprobieren schon. Aber dass ich einfach 3-mal gestorben bin, weil mir so ein Stück Metall mit 2 Meter pro Sekunde nach weniger 2 km/h an den Kopf gedöngelt ist, ist halt schon bad. Vermutlich ist ein sehr scharfkantiges Stück Metall, das ist das Problem. Mhm.
und Nick kommt auf das Uf an. Nimmst du selber auf oder woher kommt das? Ich glaube, er nimmt wahrscheinlich genau das Roblox-Uf. Aber das ist so viel benutzt, das könnte mittlerweile auch schon irgendwo in nachgemacht Open Source existieren. Es gibt von Roblox ein Uf. I did not know. Das hast du auch schon mal gehört, wenn du YouTube-Videos guckst. Ich glaube, es ist nicht mehr genug Schwung dran. Ich glaube, es muss auch in einem spitzen Winkel aufschlagen. So, ich mach's jetzt übrigens safe, also du kannst jetzt auch mitfahren, wenn du möchtest. Ich bin fertig mit ausprobieren. Wir werden alle sterben, haltet euch bereit. Die Zeichen sind eindeutig. Sauber gelandet. Ja, ja. Also, wenn ich's nicht kaputt machen möchte, geht's auch nicht kaputt. Ah, so. Und hallo Nina, schön, dass du da bist. Moment, bleib mal hinter mir. Wolltest du testen? Nope. Okay, nö. Ich interessiere das nicht. Zu wissen. Guck, das geht doch noch was. Ich leb noch. Okay. Unangenehm. Da kommt noch ein zweites. Jetzt, wo ich wieder drauf achte, sieht man sie. Es geht doch irgendwo immer noch diese Spinne rum. Warte, lass mich kurz nachladen. Okay. Wo ist diese Spinne hin? Da drüben ist eine. Ne, hier oben ist noch eine, das ist das Ding. Ah ja. So, da ist noch eine Decke. Ah, warte. Ha! RIP. Hüt ist die Spitze sehr sensibel dafür. Für so Schmerzreize. Ja, schnipp da. Genau, du guckst mal da oben, ich fahr Trecker. Ah, ich hab die Spinne gefunden. Zeigt sie sich auch mal. Dings, so ein Züngelding kann ich doch bestimmt auch aus dem Sitz ausholen, oder? Wahrscheinlich. Ah, guck mal, ich glaube, ich habe den Ort gefunden, wo du dingsen sollst. Mal schauen, ob du damit irgendwas wächst. Sogar noch Explosive Charge.
Okay. Vielleicht bin ich zu nah rangefahren, bevor ich es angemacht habe. Vielleicht. Ah ja. Auch spannend, dass das geht. Aber naja, es ist halt noch Early Access. Der Boden sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Ja. Okay, das macht keinen Schaden. Ja. Oh nein! Oh shit, warte. Du kannst dich irgendwie aufsteigen, ne? Immerhin, es hat ein Warnlicht. Ich will auch nicht wissen, wie sehr das wehtut, wenn du jetzt da an diese Spitze dran schwingst. Oh ja, nee, da. Macht bestimmt Aua. Ja, mag gerade gucken, ob es überhaupt irgendwie zielführend ist, was ich mache, oder. Macht wer. Oh ja, klingt sinnvoll. Aber. Kannst du das Ding anschrägen? Bei mir ist gerade aufgefallen, dass Area Exit Tunnel so ein bisschen nach oben zeigt. Ja. Kann ich auch steigen. Warte mal. Lass mich doch mal kurz da oben doch nochmal hingehen und hochkriechen. Ja, schmeiß mal so ein Seil runter. Bevor du gehst. Schließ dich nicht auf. Ja. Plot Twist, ich komme da jetzt nicht mehr hoch. Scheint nicht so abhängig. Also ich kann dir kein Seil anbringen. Du könntest ein C4 auf die Ohren oder das. Springen und nach oben durch. Wage zu behaupten, dass das nicht funktionieren wird. Vielleicht. Ja, probier mal die Seilbahn. Ich glaube, die ist besser. Ne, warum kommen wir an die jetzt nicht mal ran? Schön synchron. Und servus Möwenfels, schön, dass du da bist. Oben links habe ich jetzt gedrückt. Ach so, ja. Krabbel, krabbel, krabbel. Diese Taste. Ja, guck mal, wir haben sogar noch 3 Leben übrig. Easy. Easy. Das war eigentlich unser Ziel. Escape? Escape. Steh auf. Ach Gott. Also Controllersteuerung. Sie ist nicht so intuitiv, aber ich verstehe, warum sie so ist. Easy. Geschafft. Nice. Ich muss zugeben, ich habe mir das jetzt schlimmer vorgestellt. 12 Tode. Easy. Ja, nice. Ja, das war jetzt randomized, das heißt, man könnte nochmal eins davon machen. Oh. Oder Data Disk finden. Ja, das geht nicht Koop, das geht nicht Koop. Das ist voll schade, warum geht das denn nicht? Das auch nicht. Und vor allem das hier, das finde ich sehr, sehr schade. Mhm. Also Data oder Escape? Doch, mach mal eine Data Disk. Mach mal hier Monster Mount. Hard? Yes. Art. Gut. Und guten Abend, Andrea. Schön, dass du da bist.
So. Wie war das Ganze doch nochmal? Wir können nochmal versuchen, einen Escape mit wirklich null Toten zu machen. Okay, oh, diesmal fangen wir links, rechts an. Ah, lustig. Ja, ich war gerade auch irritiert. Warte, ich schau mal hier hoch kurz. Irgendwas sagt mir, dass da jetzt Viecher kommen? Ja, du hast ja Lärm gemacht. Nein, nicht auf. Okay, ich hab ganz viel Money. Da die ja überall sein könnte, würde ich versuchen, mal kurz hier hochzugehen. Mhm. Ja, check du mal da, ich check hier links. Ja. Oh, ich werde noch Single. Gut, diesmal bist du nicht so sehr abhängig davon. Cool, da siehst du mich. Ja, Scannerball, bester Ball. Oder so. Okay. Das Stadttor ist zugegangen. Na je. Vorsicht, da oben war einiges noch. Vielleicht fliegst du. Ja. Eventuell nutze ich mal mein Health Kit. Ja. Ich weiß nur nicht, wie es geht. Ha. Achtung, da kommt was. Hier gab's wieder Friendly Fire, ne? Ich weiß nicht mehr, ich glaub nicht. Moment, wenn du eh das Medkit benutzt. Oh, doch, es gibt diesmal. Knapp. warte mal, ich muss mal kurz auf. Wo ist denn der Medkit? Ah, 9. Offensichtlich. Moment, ich scanne Ball nochmal da hoch. Okay. Kommt ziemlich weit hoch jedenfalls. Aber ich weiß nicht, ob wir da den Dings mit einem Schuss schaffen. Hier ist ein Fahrstuhl links. Ich glaube, der wäre angenehmer. Hoch und ich bin sehr froh, dass der Haken nicht wehtut, wenn er von unten wieder hoch, wenn er von oben wieder hochkommt, runterkommt. Mhm. Synchron bücken. Mhm. Ah, Moment, da rechts könnte auch der Fahrstuhl sein. Halt dich fest! Oh, geil. Ja, Fahrstuhl.
Knapp. Bin irgendwie viel zu früh gesprungen. Ja, stimmt ja, da drin kann ja auch Getiers sein. Ah, drüben ist auf jeden Fall Getiers. Oh, der Boden ist grün. Genau, also es gibt eine Kampagne, wir sind jetzt gerade im Challenge-Mode, also was ist der einzige Modus, ist der gerade im Koop, funktioniert leider. Sonst hätten wir einfach die Kampagne gespielt. Oh ja. Ich sehe hier Medkits. Ja. Ich nehme dann vielleicht mal eins gleich. Ach das. Dann sind wir gleich voll. Oh, ja, nimm mal eins. Nee, nee, ich nehme eins. Der mir in den Hinterkopf, ey. Geh zurück. Ja, dummerweise gibt's hier wieder Friendly Fire. Das... Aua! Ah! Made am Boden. Mhm. Voll madig, ey. Ja. Da! Weißt du, da schießt man blind nach oben und was trifft man? Das Licht. So. Ja, nimm mir mal das Medkit. Hab schon. Da war ah, hast du schon eins? Dann nehme ich auch eins. Okay. Sagt unsere Map irgendwas? Nee, okay. Wollen wir zuerst hier oben rechts untersuchen, bevor wir weiter nach links gehen? Also wir werden eh wahrscheinlich immer zum Fahrstuhl zurückgehen, deswegen können wir auch eine Ebene durchsuchen und dann die nächste machen. Achso, ja, okay. Um, Spinne. Zwei Spinnen. Au. Bin tot. Du stirbst auch gerade. Du stirbst leider auch gerade. Ja. Ja, ich versuche gerade den Scannerball auszuschalten. Geil. Action Hero. Ja. Ich habe den Action Hero Jump gemacht und dummerweise kam dann genau in dem Moment. Also ich habe ihn erstens nicht perfekt gemacht und zweitens kam dann irgendwie. Und hat mich mit so einem Wurm beworfen. Ja, die Würmer machen richtig Damage. Ja, vor allem auf. Wenn sie dann einen echt mal bekommen. Was hast du gemacht? Nicht festgehalten. Oh, da ist noch geht. Okay, diesmal ist er nicht gesprungen. Ich finde es schön, die eine Fliege, um nicht zu sterben, hat einfach mal mit ihrem Wurm mich gebuddyblockt. Ja, also wahrscheinlich nicht absichtlich, aber passiert nicht. Achtung. Oh, oh, oh. Oh. Au. Sorry. Was ist? Aber tatsächlich, wow, hab einfach nicht mehr nachgeladen. Oh Gott. Was wäre ich hier nicht rübergesprungen, sondern einfach nur stehen geblieben. Runtergefallen. Oh oh. So. Genau, also wir hatten vorhin auf jeden Fall nochmal das Ding, dass wir unterschiedliche Fähigkeiten hatten. Wir waren Engineers. Und out. Das heißt, ich musste dafür sorgen, dass Gullius an die Orte rankommt und Gullius durfte dann dafür mit
Maschinerie in der Gegend rum fahren. Ich wäre nochmal Medkit. Hast du hier noch gute Munition, also die gute Munition? Ich hab noch Muni, ja. Okay, weil hier ist auch nochmal. So, genau, mit einfach angreifen kannst du mit dem Ding Viecher tasern. Hält sich, wirkt sich aber auf die Haltbarkeit aus. Du kannst irgendwie 2 bis 3 Viecher tasern, bevor der. Okay. Was macht denn dein Arm, Nina? Oh, warte mal, ich habe genau, ich habe das Gelbe auf der Karte gesehen. Lernen. Achso, nein, das war's nur du. Okay. Gott sei Dank war das tot. Mhm. Das wäre mir schon. Spannend, wenn ich deinen Haken treffe, prallt meiner ab. Glücklicherweise fällt deiner nicht auch runter. Alter, wie bad wär's. Sehe schon die Troll- und Versus-Level, die dadurch existieren. Wird vom Rechner erkannt, will aber nichts anzeigen. Schon heute mit 84. Schon wieder. Aber möglicherweise. Ist auch manchmal irgendwie ein Täter gewesen früher. Wer? Refresh Rate. Wenn die sich irgendwie geändert hat oder wenn auch der Monitor plötzlich keinen Bock mehr hat mit der Refresh Rate, dann kannst du helfen, eine andere zu nehmen. Okay, unten sind noch 2 Viecher, aber in einem Weg, wo ich nicht hin bin. Ich habe den Ausgang gefunden. Ich glaube, ich habe einen anderen Eingang gefunden. Oh, Grafikkartentreiber meinst du oder Einstellungen? Ha? Distance. Ich sehe Distance. Was meint Distance zu dir? Du musst den so schräg rüber schießen, tatsächlich. Das geht. Nee, guck doch mal, du siehst das rote Distance-Feld. Was? Siehst du? Rechts oben. Icon. Ja, okay, stimmt, da links. Mensch. Warum sagt der Chat denn nichts? Ich hab dir gedacht, du sollst nicht gucken hier. Dann guck doch mal ordentlich zu, Mensch. Was soll das? Action Hero. Geil. So. Ich entferne mich gerade. Das heißt, wir müssen nach oben. Sehr weit nach oben. Hi. Nee, das hier war das falsche Level. Yeah.
Guck mal. Würmchen. Ha! So, geht sie weiter nach oben? Ne, hier geht's nicht weiter. Also ich bin jetzt auf 44 Meter ran. Und ich kann jetzt nach links laufen, die Distanz weiter sehr gut eingrenzen. Ah, jetzt muss ich wieder. Gern hier mal nochmal von mir. Ah, das Kuriermädchen kommt wieder vorbei. Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Was war dein Abend? Wieder Stardew Valley gespielt, glaube ich, oder? Ah, schlechte Wetter. Das ist total weird, aber ja, schlechtes Wetter kann echt dafür sorgen, dass du schlechtes Internet hast. Fühlt sich manchmal ein bisschen weird an, aber das geht tatsächlich. Okay. Ich glaube, hier komme ich nicht hoch. Damn. Spinne. Ah, vielleicht kann das sein. Genau, servus. Und hallo, Godot. Dinge hinter sich einfach aufheben. Ah, guck mal, du bist auf dem richtigen Weg. Wir sind gleich wieder beieinander. Frage ist, ob ich hier lang kann, das ist das Dumme. Ja, sah so aus. Hier genau. Oh. Ja, ich wusste nicht, ob ich da lang schwingen kann oder ob ich dann einfach nur runterhagel. Okay. Ah. Du willst anders schießen als ich. Du willst vielleicht auch ein Medkit nehmen, damit du wenigstens ein bisschen was überlebst, wenn ich wieder was anknabbern möchte. Okay. Warte mal, ich kann einfach mal einen Scout hochschicken. Stimmt. Ja, da sind nämlich zwei Viecher. Null Viecher. Okay, ein Viech ist da noch. Ich kann dir auch sagen, ob dein Enterhaken gut sitzt. Ah, nee, schieß weiter nach links. Der ist gut. So. Ich höre Viecher. Ja, aber das ist nix. Komm wieder näher ran. 14 Meter. Ich sehe ihn. Okay, cool. So, und jetzt? Raus hier. Aber Frage ist, wo kommen wir denn hier raus nochmal? Ja. Ha, vielleicht da. Klingt plausibel. Ich bin auf dem unteren Bildschirm. Und Jon auf dem oberen. Achso, stimmt, für die Leute, die noch nicht die ganze Zeit da waren. Hm. Oh, witzig, man kann damit Medkits in der Gegend rumschieben. Wenn man zum Beispiel nicht hinkommt, kann man einfach das rettende Medkit nach unten werfen.
bisher noch nicht benutzen mussten, ist, es gibt so diesen Terrain-Scanner. Der ist in der in Spiel, glaube ich, später generell. Da sieht man halt, wo Hohlräume sind. Mhm. Wenn man dann so einen interessanten Hohlraum gefunden hat, kann man hier so ein C4 benutzen. Und das zum Beispiel hier so auf den Boden legen. Mhm. Auf den Boden legen. Ja, muss man lange gedrückt halten und dann weggehen. Dann kann man so halt, wenn man keinen Schredderpanzer dabei hat. So, das ist die Frage. Da kommen wir, glaube ich, nicht raus. Irgendwas sagt mir, dass wir da nicht rauskommen. Geh mal weg. Die Frage ist, ob du da, warte, ich mach dir ein Seil. Ja, wenn ich es nicht an die Wand placen kann, ist sowieso egal. Hm. Okay, ich kann hier kein Seil hin placen. Are you fucked now? Nö, ich kann wahrscheinlich hier so. Ah, okay, geht. Jetzt mal gucken, ob es eine extra Taste für C4 an die Wand gibt. Ich glaube, wir müssen einfach irgendwo anders hin. Ja gut, dann gucken wir mal, wo dieses irgendwo anders ist. Halt dich fest, Boy. Perfekt. Oh, der Herr Angeber schafft es ohne Festhalten. Mhm. Du willst da nicht rein. Oh, ist einfach kein Mensch, muss auch nicht viel Energie auf das Korn verwenden. Jo, kenn ich. Nur manche Menschen sind eher unglücklicher mit Suppe. Kenn ich auch gerade jemanden. Frustriert ist, kann es auch sehr geil sein, wenn man Dinge zerkauen muss. Mit Hass. Das ist übrigens auch ein nicht zu unterschätzender Faktor, wenn man Craving auf Schokolade hat, dass man einfach nur etwas zerstören muss. Halt dich fett! Ich wollte nicht springen. Ich hatte Angst, dass ich davon Schaden krieg, aber ja. Gut. Verständlich. Ob man in diesem Spiel sinnvoll rutschen kann, ich. Ich würde es so gar nicht testen wollen. Ja, ich sehe. Also am Seil rutschen, okay. Ohne Seil rutschen, nee, danke. Kriegst du den noch? Ach, der ist immer noch nicht tot. Hinter uns. Ja, hab ich gesehen. Ah, Spinne. Ja. Glücklicherweise genug Munition.
aber Nina, warum ist jetzt... Irgendwie habe ich zusammen nicht mitbekommen, was mit deinem Bildschirm jetzt los ist. Er wird einfach nicht bunt. Er wird was nicht? Bunt. Er bleibt schwarz. Geändert wurde. Das... Hast du andere Quellen probiert? Also irgendwie mal Switch Hub angeschlossen oder so? Der Typ schon, gib dir das. Lenkt ihr, richtig? Warte mal hier. Ah. Scannerbälle. Scannerballen wir doch mal eine Runde. Das ist auch nicht offen. Das war knapp. So, du hast nur noch einen Scannerball, ne? Sollen wir nach oben? Nee, oben ist nichts. Ist Muni. Ja. Die Fehler sind am nervigsten, wenn man keine Zeit hat gerade. Fest. Enter. Na, Enter ist deine Steuerung, Boy. Achso, ja, stimmt, ja, sorry. Hier oben ist leider auch nur Eingang und kein Ausgang. Magst du vielleicht gleich mal die Steuerung aufmachen? Warum? Ja, wenn wir nach links unten gehen, finden wir auf jeden Fall den Fahrstuhl, mit dem ist es ein bisschen einfacher. Hier, Nail Rope. Ah, du musst drücken. Mm-hmm.
geht's da einfach nicht. Okay. Ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass du überlebt hast. Same. Habe ich vielleicht einfach kein... Nee, ich hab Bloch. Hä? Aber ich hab irgendwie... Ach, ich hab's jetzt markiert und den rechten Stick reingedrückt, aber die Steuerung hat doch gesagt, den linken Stick reindrücken, oder? Ja. Okay. Ist es vielleicht... Wow, okay. Oh, da gab's kurz einen Lieschen, gell. Nein! Ah, halt dich fest! Da unten ist eine Spinne. Ich hab sie fast erschlagen. Ist vielleicht dieses Nail Rope gar nicht das Feature, das du suchst, sondern das andere? Dass wenn du ein an der Rope Gun hängst. Warte. Ah. Ja, vielleicht ist Nail Rope das, was du brauchst, um eine Zipline zu machen, meinst du? Ja. So, wir wollen da oben nach links. Ja, warte, ich verstehe mich auch nochmal kurz. Ich finde, irgendwie so ein Reinzoomen wäre manchmal praktisch. Bin ich echt nochmal abgerutscht, ey. Nach links oder runter? Runter. Oh shit. Crash? Aww. Window Exception. Oh no. Ja, aktuell crasht das Game noch manchmal. Das ist sehr, sehr schade. Schade. Schade, schade. Die Frage ist, wollen wir da jetzt nochmal kurz mit null toten Trecker fahren, oder? Können wir gerne probieren. Okay. Nice. So. Frage ist, wieder rum. Die Rollen getauscht? Wahrscheinlich kannst du... Ist Player 1 immer der Scout und Player 2 immer der NG, aber du kannst, glaube ich, einstellen, wer was steuert. Ja, wir können mal kurz testen. So, into the stars. So. So, play game, challenge modes. Escape the sector war das ja, ne? Okay, beide mit Gamepad auch. Ja gut, hä? Mach mal so. Nö, Gamepad 1. Über Maus. Ja, ich weiß. Aber du kannst es theoretisch. Dann wäre natürlich auch spannend, ja. Ah, und das ist tatsächlich immer so. Ach, ich muss jetzt oben gucken. Achso, ja, stimmt ja. So, Chat, Geron ist jetzt unten. So, Moment, wie ging das jetzt? Dead. Genau, und ich gehe mit dem Grappling Hook, damit ich schießen kann. Ja, ich lass dich auch mal zuerst runter.
Seil lang genug? Ja, ist. Ansonsten wäre ich so wirklich fucked. Naja. Wie oft kann ich diese Leiche durchsuchen? Unendlich. Geil. Aber das Ding ist, das ist dasselbe Level wie vorhin. Ja. Schade. Ah, dann machen wir das jetzt einfach mal so, okay? Das irritiert mich, muss ich zugeben. Dass es wechselt? Ja. Dann frage ich mich natürlich, wenn jetzt Friendly Fire hier aus ist, was ist, wenn du später eine schwere Maschine hast? Und ob die dann Friendly Fire hat, quasi. You know? Also, ob, wenn Friendly Fire generell an ist, man jemanden mit so einer Schreddermaschine schreddert. Du musst einfach nur S noch. Ja, ich wollte gucken, ob ich es noch weiter gespannt kriege. Hier hättest du vermutlich, wenn du weiter zurückgegangen wärst. Konnte ich nicht. So. Aber es ist halt schon mal ein guter Ausblick darauf, was irgendwann mal möglich sein könnte. Ja, wir erinnern uns, da muss man vorsichtig runter. Ja. Sniped. Nice. Oh Gott, ist das viel Viech. Achtung, Julius, tritt mal von der Kante zurück. Ja, das war eine schlechte Entscheidung, Mr. Spinne. Wieder so Mr. Spinne. Achtung, so. Kann es sein, dass man als Scout mehr Sway hat? Weiß nicht. Da ist noch ein Spin. Tja, keine Arme, keine Kekse. Also mir kommt es aber echt so vor, als würde die, die Waffe mehr wackeln. Genau, mach mal deine dein Gewehr raus. Ja, definitiv. Ah, du hast gefragt, ob man als Scout mehr Sway hat, aber du bist Angie, deswegen war ich... Ja, ich meinte, das ist Angie, sorry. So, gehen wir mal hoch und runter das Fass. Ich glaube, wir mussten erst den Schlüssel unten holen. Ah. Das.
Und servus Lackes, wie geht's dir denn? Wir spielen hier wunderbares Hidden Deep. Das Spiel, wo die Schwerkraft dein größter Feind. Spinne von oben. Es ist halt echt. Also Angie hat so richtig viel Sway, Mann, mit der Waffe. Bad. Nein! Oh! Ja, so viel dazu zu einem No-Death-Run. Ja. Ich wollte nachladen und hab dann die Taste gedrückt und dann war da so Tür. War doof. Hier, hast du nochmal Munition, weil du brauchst. Für dich ist wichtiger, dass du die Munition hast. Ja, aber du schießt ja mehr vorbei. Was ist denn? Ich habe hier diesen Plasma-Cutter. Kann ich den hier benutzen? Was ist das? Doppelkeks, Kakao, Kaiserschmarrn. Pornös. Ich war schon mal hoch. Wofür ist jetzt dieser Plasma-Cutter gut? Ich hab den noch nicht gebraucht. Glaube ich dir sofort, dass dich das ärgert. Würde das auch massiv ärgern. Hätte er denn noch theoretisch Garantie? Ja, definitiv. Den hat sie ja gerade erst frisch gekauft, wenn ich das richtig erfahren hatte. Ja, abgekauft. Abgekauft? Ah, okay. Komm, lass uns hochfahren. Wir müssen den Schlüssel holen. Okay, wofür ist der Kenkat Thin Metal? Okay, was ist denn Thin Metal? Was denn? Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Hier dieser leckere Bereich. Achtung, oben Spinne. Ich glaube, die Giblets oben schießen halt immer noch. Gut, müssen wir so langsam alle Lichter ausschießen. Achtung! Au. Säure im Gesicht. Kann ich nicht empfehlen. Richtig schön reingeschaut auch, ne?
ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Schmerz. Ja, erstmal Gymnastik. Nein! Wir haben den Schlüssel getubed und dadurch ist das Spiel gecrashed. Ich glaube, es ist tatsächlich... Okay. Warte, wir müssen hier einen Clip machen für Bug Report, glaube ich. Durchgespielt. Okay, na. Ah, was gerade passiert ist, wir haben uns beide gleichzeitig nach dem Schlüssel gebückt und anscheinend ist nicht vorgesehen, dass sich zwei Leute gleichzeitig nach dem Schlüssel bücken. Because wenn zwei sich bücken, ist anscheinend gay und das ist verboten in diesem Spiel. Nee, Spaß. Wow. Keine Ahnung. Also vermutlich ist es einfach, das Spiel musste damit zurechtkommen, dass zwei Leute gleichzeitig auf dasselbe zugreifen und beide haben die Aufheben-Animationen gemacht und es wollte beides durchführen. Aber da ja nur einer den Schlüssel haben kann und der andere dann, also der eine, der Schlüssel dann für den anderen schon gelöscht ist, dachte vermutlich dann beim anderen so ein Uff! Alle schwer, lass sterben. Und dann war das Spiel tot. So. Ja, blöd, ne? Ja. Aber Julius, weißt du denn, ob denn schon der Server läuft? Ach ja, ich glaube, der Server läuft.